Ah ja, aber so ein bisschen Ähnlichkeit. Du hast hier oben eine Kamera drin, womit du filmen kannst, was du gerade tust. Mhm. Und ich quasi kontrollieren kann, ob du das Richtige tust. Erkennt ja sogar Flaschen und also die erkennt, was da am Boden ist, ne? Ja. Ja, ich wisse es. Letzter Schluck. Oh, ja, entsorgen. Aber da bin ich ja hier genau richtig, oder? Ja, schmied weg, der Tüte. Ja. Chris Neues. Geil. Schiel. So. Das ist auch richtig so. Hola. Drin in den Wagen. Wohlsein. Leute, es geht hier gar nicht um Bier. Es geht hier um Recycling. Und eigentlich geht das hier um... Hey! Das ist Rainer. Und Reinhard ist mein Experte in Sachen Sidepress, Rotopress, Frontpress und Variopress und Powerpress. Und den Powerpress ganz am Schluss. Ja, Reinhard, wie lange bist du jetzt eigentlich schon dabei? 41 Jahre. 41 Jahre? Ja. Das ist. Reinhard, ich bin 41. Ja, da hast du in den Winden geschissen, wie ich hier angefangen habe. Heftig. Also Reinhard hat auf jeden Fall mega die Ultra-Erfahrung und ja, hat mich hier so ein bisschen eingenordet in das Thema, ne? Ja, ich hatte ja vorher echt gar keine Ahnung so richtig, was da so alles so geht, ne? Ja, da haben die wenigsten. Ja, das ist ja, du kommst dann nach Hause, du weißt, oh, morgen, oh ja, oh, du musst entweder die Restmülltonne an die Straße stellen, wird leer gemacht, oh, ist klar, gehst raus, stellst die Tonne an die Straße, du weißt, wenn du nach Hause kommst, Tonne ist leer. Yeah. Ja. Du weißt auch, dass das zweitliebste Kind von den Deutschen die Mülltonne ist, ne? Echt? Ja, was meinst du, wie die putzen und wienern die Mülltonne? Gleich nach dem Auto. Die stehen hinter den Gardinen. Ja, da gucken wohl einige, ne? Ja. Yeah. Das ist so. Heftig. Aber ich muss auch sagen, es ist ja aber, es ist wirklich so, ich sag jetzt mal einfach, beim Rotorpress. Ja. Yeah. Ne? Da haben wir ja echt hinten die Waschdüsen und so dran, zum Beispiel, wo wir dann mit 100 Bar Wasserdruck die Mülltonnen reinigen. Ja. Das wusste ich vorher nicht, dass man die Mülltonnen quasi direkt, wenn die abgeholt werden, auch noch gereinigt wird. Das ist Neuland. Ja, da gibt es vieles, was die Leute nicht wissen. Ja. Ne? Reinigen, sortieren, Zweikammerfahrzeuge, ne? Die ganzen Unterschiede. Allein schon von den Mülltonnen. Was haben wir dir beigebracht? Wie viele Mülltonnen gibt es? Genau. Mehr als ich dachte. Ich hatte eigentlich nur die grüne, gelbe, schwarze. Nee, ja. Nee, da gibt es eine 60, 80, 120, 240, 360, 1,1er, 770 und. Willst du noch mehr? Nein, das reicht erstmal fürs Erste. Ja, ne? Ja. Prost. Ich hatte auch schon wieder einen Trocken. Ja. Ja, aber das ist echt krass. So viel. Unterschiedliche Mülltonnen, so viel unterschiedliche Technik und alles hier bei euch befahren. Ja, sicher. Das ist krass. Ja. Das ist ja nicht nur die Müllwagen, sondern auch die Gärmaschinen, ne? Ja, genau, dann kommt ja mit dazu. Dann denkst du, ja, V&O, okay, das sind die mit dem Müllwagen, viel los. Und dann habt ihr auch noch Kehrmaschinen. Ja. Und dann habt ihr sogar auch noch Kehrmaschinen, die mit Wasserstoff laufen. Ja, genauso wie die Müllwagen. Ja, Müllwagen mit Wasserstoff, Kehrmaschinen mit Wasserstoff. Und dann habt ihr ja gesagt, oh nee, wir kriegen den Heizer nicht voll genug. Wir haben dann noch einen und dann macht ihr die Kehrmaschine auch noch autonom. Ja. Ist ja sonst langweilig, oder? Ja. Die sind leise, aber haben voll Leistung, ne? Ja. Und ja, es ist unterhalb mal was weg, ne? Ja. Das muss so sein. Ja, aber ihr seid echt, also ihr seid ja nicht ohne Grund, ich glaube, ihr seid sogar Marktführer, ne? In Europa. Ja. Ja. Ja, und... Noch, ja, aber nicht ohne Grund. Also ihr setzt ja viel Energie in Innovation rein. Ja. Ne? Also ihr macht euch wirklich viele Gedanken
Und man merkt auch, dass zum Beispiel, ich sag jetzt mal, hinten beim Standardlader schon, mit dem, wo die Mülltonnen halt angehoben werden. Da habe ich ja nun erfahren, gibt es ja die Funktion, sobald du anfährst, dass er hinten ein Stück hoch geht. Ja, die Weiterfahrhöhe. Genau. Damit da nichts kaputt wird. Richtig. Ne? Und das kommt ja alles eigentlich von Leuten aus der Praxis. Ja. Ne? Also ihr seid immer stets bemüht, halt die Sachen von den Leuten aus der Praxis auch schnell umzusetzen. Ja, das ist ja hier auch schon. Beim Rotopress hin. Ja, genau. Der RSS. Genau. Ne? Genau. Das ist ja auch dieses hyperintelligente Rückfahrsystem. Yeah. Dann halt mal. Ja, ich halte mal dann ein Bierchen. Komm mal her. Ja. Das ist ja echt. Zeig den Leuten. Ist er hier rauf, ne? So, dann kannst du hier rauf. Ne? Dann hast du hier zwei Knöppel. So, und das ist ja so: vorne aktiviert der Fahrer das, ne? Du aktivierst das praktisch mit den Knöpfen. Ja. Dann kann er rückwärts fahren, obwohl du auf der Trittbretter stehst. Und sobald du deinen Finger von einem Knopf lässt, bremst er. Und hält an. Ne? Wobei, wenn du das nicht hättest, könntest du nicht rückwärts fahren. Sobald du auf dem Tritt stehst, kriegst du keinen Rückwärtsgang drin. Mhm. Oder bei der Rückwärtsfahrt, wenn du rückwärts fährst und darauf springst, geht er aus. So ist die Vorschrift. Und mit dem Ding kannst du rückwärts fahren. Ja, Wahnsinn, ne? Und er stört nicht. Und ist ja noch stylisch so ein bisschen, ne? Ja, gut, da kann man noch dran was tun, ne? Das passt jetzt nicht zu deinen Turn, aber... Naja. Irgendwas leuchtet da mehr. Ist so, irgendwas ist immer. Ja, siehst du. Siehst du. So, aber jetzt schnell wieder zu meinem Video. Ja, weil ja? So. Sowas. Nein, aber das ist ja nur eine Kleinigkeit davon. Also wenn wir jetzt mal hier so gucken, ne? Wir sind jetzt wieder Fahrzeughersteller, sprich Supower ist ein eigenes Fahrgestell für sich. Mhm. Oder wie man den Namen da sieht, Ingenius, ne, das ist jetzt die Firma. Das ist aber auch ganz neu, oder? Ja, das ist, muss jetzt lügen, glaube 4 Wochen gerade her, wo sie die gemacht haben. Heftig. Ja, guck. So, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, jo. Hier haben wir den Powerpress. Powerpress. Jo, unser Kräftiger. Ja. Ja, so wie deine Statur, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ne? Der kann eigentlich Sperrmüll, Papier, Plastik, weil der eben ein kräftiges Ladewerk hat, ne? Genau, und Ladewerk, und ich glaube, es war ja hier auch so, dass man den Boden aus Hardox-Stahl kriegt, ne? Richtig, richtig. Die ja. Rückwand von der Ladewanne. Ja. Weil der eine gewisse Vorverdichtung hat, wenn er pressen tut. Okay. Ja. Und dadurch Kräfte aufkommen von Gut und Böse. Ja, das glaube ich, wenn ich mir die Zylinder da angucke. Ja, wenn du als Monteur da reingehst, ne, und was schweißen musst, ne, kommt Freude auf. Heftig. Ja, Powerpress. Ja, guck, dann gehen wir mal weiter hier. Ja, welchen hast du denn? Dann gehen wir mal autonom. Hier haben wir gerade die autonome. Nehmen wir die autonome mal hier. Die autonome. Ja, die Kehrmaschine. Ja, genau. Die selbstfahrende, wollte ich schon sagen, die ja selber fahren soll. Für, richtig. Ne, durch die Sensorik vorne an der Seite kehrt die dann automatisch von alleine. Genau. Und das ist ja, die kehrt ja nicht nur, die erkennt ja nicht nur die Arbeitsbreite, also das Fahrrad, sondern die erkennt ja sogar Flaschen und also die erkennt, was da am Boden ist, ne? Ja. So soll es sein. Heftig. Naja, irgendwann kriegst du einen Bon raus und dann kannst du ein Leergut abholen. Das würde ich auch nicht stellen, ne? Kommt die Kehrmaschine vorbei, schmeißt du den ganzen Bierbuddel und sonst was vor, gehst hinten, ziehst den Bon. Das wäre eigentlich eine Idee, ne? Ja. Also, ja, wir haben bloß keinen Platz für einen Geldautomaten, für einen Bonautomaten da. Ja. Ja, das hapert dann. Aber das kann man ja auch digital ja machen, ne? Ja, heutzutage ja, da kriegst du eine App, ne, von vom Viajet oder vom Grimmer, Viatec, und dann kannst du dein Leergut nachher rausholen. Das wird doch schier. Okay, so wie zum Autonom. Ja, dann haben wir den Variopress. Ja, der ist sehr variabel, deshalb Variopress.
Da kannst du überall einsetzen, ob das jetzt noch ein Restmüll ist. DSD, also gelbe Säcke, Biomüll, Sperrmüll, überall kannst du ihn einsetzen. Also das ist echt komplett der Allrounder. Der, ja. Ja, den gibt es ja auch verschiedene Größen, auch so einen kleineren. Ne? Und was haben wir hier überhaupt? Das ist ein kleiner. Das, glaube ich, 8 Kubik ist das jetzt. Mhm. Ja. Das ist so wieder so für kleine für Kommunen, so kleine ja, Städte, ne? Kleine Innenstädte und so, wo er durchschlängeln muss. Ne? Und dann brauchst du das so was. Ne? Heftig. Ja, guck. Ja, dann. Oh, und hier haben wir natürlich deinen geliebten Front Press. Einer von denen hier. Ja, einer von denen. Ja, wieso ist Front Press eigentlich so dein Lieblingsding? Ja, weil er ein bisschen größer, kräftiger ist, ne? Gefällt mir. Ja. Das ist brauche nicht an jedem Mülltonne anhalten, ne? Der und der zum Beispiel, das sind mal, weil da auch die Technik drin ist, ne? Sensorik und alles. Ne? Ja. Und du, fordert einen noch. Ja, yeah. Du bist ja quasi. Was ist deine direkte Aufgabe eigentlich so da? Meine. Oh, du bist Mädchen für alles. Genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Ich bin Mädchen für alles. Ich bin ja eigentlich technischer Techniker Support weltweit. Bis auf den russischen Raum, da haben wir einen anderen Kollegen für. Mhm. Aber ich mache den restlichen Raum. Ich mache auch Schulung oder habe Schulung gemacht. Ich fahre raus, wenn es Probleme gibt. Wenn mein Chef mich rauslässt. Oder eben in dem Werk jetzt für ihre Messefahrzeuge, haben wir die Messefahrzeuge gebaut. All das machen wir. Hammer. Es ist echt richtig heftig. Solange es geht noch, sagen wir mal so. Ja, komm, da geht ja noch was. Ja, 6 Jahre, dann ist es vorbei. Aber ach, du hörst doch nicht. Wir müssen ja erstmal die jungen Bengels da ranziehen. Ne? Wollte ich gerade sagen. Hast du nicht Lust dazu? Ich? Ja. Ich dich ablösen, oder? Ja. Tja. Das hat mir gar nicht vergiss es einfach. Du weißt zu wenig vom Müll. Sag das so nicht. Ich du lernst ja, ja. Genau, ich lerne ja. Lernen, ich krieg ja hier komplett. So, was ist das für eine Tonne? Oh. Eine Plastiktonne. Ja, ich weiß. Danke. Warte, was ist das, glaube ich? Ist das 60 Liter? Nein, 120, aber gut geraten. Die 60 Liter gibt es auch. Ist in gleiche Größe, hat aber hier einen Zwischenboden. Okay. Aber ich weiß, das ist ein Rotorpress. Das ist schon mal wichtig. So, und ich weiß, ich glaube, 8 Kubik? Ja, auch das ist gut geschätzt. So, Rotorpress, 8 Kubik, universal einsetzbar. Boden nicht aus Hardox-Stahl, aus Normalstahl. Ja. So, Standardlifter, Single-Standardlifter. Genau. Manueller. Kommt, ja, der hat keine Folgesteuerung, nichts. Das musst du alles von Hand machen? Ja, du schaltest hier hinein die Trommel. Mhm. Ja, und dann hast du hier einen Handhebel, ganz viel blöde. Auf und ab den Lifter. Die Tonne rein, Tonne raus. Der ist ja richtig oldschool. Also, das ist ja so, wie es eigentlich früher anfing, ne? Ja, aber da wollen viele auch gerne haben. Okay, ist der denn für den Deutschmarkt? Nee, der ist für. Der ist jetzt für den Ausland gedacht. Mhm. Ja, oder der Kunde ist im Ausland. Ja, aber auch in Deutschland gibt es noch, die würde ich lieber manuell nehmen. Ja. Wie elektronische oder Automatiklifter. Weil je mehr Automatik oder Elektronik dran ist, umso mehr geht es kaputt. Richtig. Das und du hast die Leute auch nicht mehr dafür. Ja. Ja. Sprich Wartung, Pflege oder auch Bedienung. Ja, das ist natürlich. Bei Hydraulik hast du natürlich ganz klar den Vorteil, wenn hier mal was kaputt geht, du kriegst ja bei, auch zur Not beim Landmaschinenhändler irgendein Steuergerät oder irgendwie was. Ja, was meinst du, wie oft der Hebel da weg ist und eine einfache Schraube drin ist? Ja. Weil die wieder krumm gebogen wurde. Ja, genau. Mit die sind alle so ein bisschen griffelig. Ja, das kommt von den ganzen Tonnen ran hier. Ja. Geh mal ein bisschen rüber. Ja, Mann. Ah, oh, den guten Sidepress. Ja. Das, mein Spielzeug. Ja, also ohne Scheiß sieht der einfach aus, aber da ist ja echt, also hier ist ja echt eine Menge Technik da drin, ne? Ja, da sind so ein paar Sensoren verbaut. Da musst du wissen, wie die Leute laden, wie der eingestellt werden muss. Ja, und hier bei dem Facelift ist es ja so, ihr habt den Arm ja noch mal komplett modifiziert. Richtig. Eine Ausfahrlänge und optional ja... Nee, die Ausfahrlänge ist die gleiche geblieben, aber der untere Schwenkarm ist länger geworden. Ja. Und dadurch ist die Kinematik vom Lifter anders und er bleibt praktisch beim Hochfahren länger am Fahrzeug. So. Also die Tonne wird nicht so schnell, sondern... Die wird nicht so, dann wird es alles auskippen vorher. Ja. Sondern bleibt länger senkrecht und erst im letzten Moment dreht er um. Ah, also auch weniger Verschmutzung, ne? Ja.
Wenn der vernünftig eingestellt ist. Wenn der vernünftig eingestellt ist. Ja. Und dann weiß ich noch was. Und zwar, hier, ihr habt da noch was, ich weiß nicht, ist es auf diesen Rand, Rückwärtsfahrt, Hindernisse, Tonne, wenn da irgendwas hinter ist, habt ihr auch noch was, ne? Ja, das wie sie. Ja. Wir haben das, kannst du in jeden Wagen eingebaut lassen. Hm. Wir haben das jetzt, haben wir hier, da, am Powerpress zum Beispiel. Okay, dann kannst gucken wir uns nochmal an. Gucken wir uns nochmal an. Wenn du dann als besoffener Kerl da hinterherläufst, ja, und er rückwärts fährt, erkennt er dich und stoppt. Okay, und dafür sind jetzt diese vier... Genau, die Sensorik. Das sind Kameras mit und dann erkennen sie dann... Und also die vier hier. Das. Ja, das sind die Kameras und die erkennen dich, zeigen, werden im Bildschirm angehört. Wenn du vorwärts hörst, wird blau eingekreist, der Bengel, piepst, dass da was ist. Sobald du rückwärts ist und du bist dichter dran, dann stoppt er. Ah, okay. Ne? Bist du ein bisschen weiter, dann bremst das nur ab, Geschwindigkeit runter. Aber bist du einen gewissen Bereich, Gefahrenbereich, dann stoppt der Wagen. Automatisch. Okay. Ja. Gut. Die Jungs, die Fahrer mögen das nicht so. Die mögen das alte System noch, dass du auch mal rückwärts mit 20, 30 km/h fahren kannst. Ja, wenn es mal schneller gehen muss. Ne? Ja, das, wenn du einen Kilometer rückwärts fahren musst, weil du so eine Sackgasse, weil du keine Wendemöglichkeit hast, ne? Okay, ja. Weißt du selber mit deinem Trecker, ne? Ja. Du fährst auch lieber vorwärts wie rückwärts, ne? Naja, wenn man rückwärts auch schnell fahren kann, ist es nicht. Eben. Ne, so ist das hier auch. Geil. Ja? Und so gibt's, jeder Wagen hat seine Spezialitäten. Ja, und ihr habt ja wirklich von groß bis klein, ja, alles. Elektrisch. Mit Wasserstoff. Mit Wasserstoff, Antriebe unterschiedlich und. Ne, fraktionsmäßig, tonnenmäßig, von bis, bieten wir alles an. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Darauf können wir mal anstoßen. Du wirst auch Zeit hier, trockene Kehle hier. Ja, Reinhard. Ja, genau. Also, hast du noch Fragen? Jetzt guckt den Justus nicht an, das bin ich nicht. Aber er sieht ein bisschen ähnlich, ne? Hab ich wirklich gedacht, ich habe das kaum Menschen gesehen, da habe ich mir überlegt, Rainer ist auch schon so lange da. Ah ja, aber so ein bisschen Ähnlichkeit. Ja, hau ihn an. Ja. Ich war zuerst auf dem Bild, nicht er. Ja. Das ist ein Abkömmling, oder? Mein Sohn. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal rein. Ja, das wird auch Zeit hier. Yeah. Wollen wir mal essen und mal den Kopf schütteln? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also, wenn du dann noch Fragen hast, ne? Klären wir erstmal ein Bierchen? Oder? Ja, aber sowas doch. Ja. Vielleicht aber beim Kürzchen. Ein Bierchen, bevor wir ein Bier zu viel Bier getrunken haben, ne? Und das mit dem Sehvermögen eventuell nachlässt, da haben wir auch noch mal was beim Sehen. Ihr habt ja auch noch diese kühle Brille. Ja, genau. Yeah. Wollen wir sie drin mal im Arm angucken? Ja, können wir auch mal gerne machen. Ja, wir gucken uns sofort, Bruder. Ja, wir gucken uns sofort. Oh, hallo. Moin. Nun aber rennen. Ja. Moin, Matthias. Mahlzeit. So. Hier sind wir bei dem Mann mit den heiligen Brillen. So sieht's aus, so sieht's aus, so sieht's aus. Ja, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Oder wie kamt ihr einfach da drauf? Im Endeffekt kannst du dir das so vorstellen, wir haben sonst immer viel mit WhatsApp-Videocalls und Skype und FaceTime gearbeitet, je nachdem, was der Monteur im Einsatz gerade zur Verfügung hatte. Mhm. Und wir haben uns gedacht, wir wollen eine Lösung haben, wo du trotzdem beide Hände frei hast, trotzdem zeigen kannst, was du gerade für ein Thema hast und ebenso Dokumente und Zeichnungen und sonstiges bei dir halt auf dem Bildschirm sehen kannst. Ohne dass du eine von deinen Händen dafür nutzen musst, überhaupt ein Handy zu halten. Und das ist die Lösung jetzt halt. Du hast hier oben eine Kamera drin, womit du filmen kannst, was du gerade tust. Mhm. Und ich quasi kontrollieren kann, ob du das Richtige tust. Du hast hier einen Bildschirm, wo unsere App drauf läuft, wo du dann die Dokumente und die Zeichnungen drauf sehen kannst. Elektrik-Schaltpläne, Hydraulik-Schaltpläne, sonstiges. Und ich würde das Ganze einfach sonst mal eben zeigen. Ja, genau, das ist am besten. Können wir immer. Genau. Ja, können wir lieber was sehen. Session anfordern. Session ja, anfordern. Sprich bitte. Das ist so voll Robocop-mäßig hier, ey. Ja, läuft alles über Sprachbefehle. Ne? Also wir haben keine Knöpfe. Und ich habe jetzt hier eine Session-Nummer drauf.
Die gibt man dann auch an, wenn man uns anruft im Endeffekt, okay. wenn du als Mechaniker die Brille aufhast. Ach so, um sich quasi zu verknüpfen. Ja, richtig, genau. Mhm. Das ist quasi einfach die Nummer von der Session, die jetzt gerade erstellt wird. Dauert einen kurzen Moment und dann dürfen wir gleich online sein. So, jetzt wird die Session erstellt. Im Endeffekt ändert sich jetzt genau der Bildschirm auf der Brille hier in dem Bildschirm, den ich da auch sehe. Okay. Bei mir wird jetzt gerade angezeigt, willkommen zur Session so und so. Und jetzt kann ich einfach über Sprachbefehle angeben, Kamera starten. Und dann zeigt das Ganze jetzt auch mein Kamerabild. Ja, krass. Ne? Sprich, der Benutzer der Brille teilt jetzt quasi einfach genau das, was er vor sich hat. Ne? Wenn der Mechaniker die Brille aufhat, können wir zum Beispiel die Kamera einstellen. Und wenn du mich anrufst und gerade irgendwie, weiß ich nicht, in der Zentralelektrik vielleicht was auseinandergerissen hast und vielleicht die Pinbelegung von dem Stecker vergessen hast, dann sehe ich, was der Mechaniker tut. Der Mechaniker hat seine beiden Hände frei, siehst du ja hier. Und ich kann ihm die Zeichnung und die Dokumente hier auf den kleinen Bildschirm teilen, sodass er machen kann, was er auf dem Bildschirm sieht. Also zum Beispiel den Stecker richtig einpinnen. Und ich kann direkt kontrollieren, ob er die richtigen Pins überhaupt gesetzt hat. Ja, also es ist quasi das, was wir uns über E-Mail sonst immer herleiten mit Bilderteilen und zeig mir mal, was du genau meinst, ist hierdurch halt eliminiert. Und die Quelle vom Missverstehen ist halt einfach komplett weg. Weil ich sehe, was der Mechaniker tut und ich ihm auch quasi die Anweisung geben kann, genau das zu tun, was ich denke, was er machen sollte. Das ist natürlich geil. In diesem Moment wirst du natürlich sehen, wie der Mechaniker gerade Bier trinkt. Ja, genau. Zum Beispiel können wir sehen, dass Keno gerade Bier trinkt. Ich trinke kein Bier. Oder ich trinke kein Bier. Ja? Nein, aber das auf jeden Fall. Habt ihr euch da richtig Gedanken gemacht? Und das ist natürlich so. WhatsApp und, was es da gibt. Wenn man das da drüber macht, ja, kannst du, aber dann musst du das Handy da irgendwo hinlegen. Richtig. Dann, ah, Moment, warte mal. Oh, ich sehe nichts. Genau. So, hier hast du das einfach, da wo du hinguckst, da wo du hingreifst, das siehst du. So sieht's aus. Ne? Leichtes Gerät, hat auch Akkulaufzeit für den ganzen Tag, also könntest du theoretisch auch den ganzen Tag mitarbeiten. Ja. Du kannst auch Dokumente hier drauf speichern, ohne einen Call mit uns zu haben, kannst du also deine Dokumente abrufen, Videos, Bilder. Ich könnte jetzt Screenshots machen, da was reinmalen, dir zurückschicken, dann siehst du das hier drauf. Also im Endeffekt ist quasi jede Möglichkeit gegeben, um ein Problem schnell zu lösen. Wahnsinn, Hammer! Ne? Ja, also das war auf jeden Fall mal wieder richtig informativ. Also bei euch geht echt richtig was, ne? Und ich glaube, ihr habt sogar noch Platz für mehr Leute, oder? Ja, wir suchen immer gute Leute. Ja, also Leute, wenn ihr Bock habt, mit so einer coolen Robocop-Brille zum Beispiel zu arbeiten, oder mit einem Sidepress, Frontpress, Rotorpress, Powerpress, whatever zu arbeiten, dann kommt einfach, meldet euch bei Faun und... Kommt an! Ja, da geht nämlich was. Anfangen. Ja. Ja, genau. Also Leute. Technischen Support, ne? Genau, genau. Wenn ihr Bock habt rumzukommen, dann kommt ihr zu fahren, dann könnt ihr eine Menge rumkommen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen. Keine Sinne. Runter. Ja.